Wir wahren der öffentlichen Interessen und des Gemeinnützen. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, der in seiner würdigen Schrift sagt, und helft einander in der Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, doch helft einander nicht in Sünde und Übertretung, und fürchtet Allah, denn Allah ist streng im Strafen. Ich bezeuge, dass es keinen Gott da außer Allah ohne Teilhaber gibt, und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Der Islam ist eine Religion der Sicherheit, des Friedens, der Pietät und Wohltätigkeit. Zweifelsohne ist das Halten des Abkommens ein großartiger menschlicher Wert, mit dem das Vertrauen und die Sicherheit unter den Menschen verwirklicht werden. Die Sicherheit gehört zu den wichtigsten Gnaden, vielmehr ist die wichtigste Gnade darunter. Unser Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte: Wer von euch in seiner Familie und Gruppe sicher in seinem Körper gesund ist und die Nahrung für seinen Tag besitzt, der ist also, als ob er die ganze Welt im Besitz hätte. Die Sicherheit gehört indes zu den großartigsten Gnaden, die Allah der Majestät seinen Anbeten dienen, Dienern leiht. Der Gepriesene sagt, für die Vereinigung der Quraysh, ihre Vereinigung während der Reise des Winters und des Sommers, so sollen sie dem Herrn dieses Hauses dienen, der ihnen Speise nach ihrem Hunger gegeben und ihnen Sicherheit nach ihrer Furcht gewährt hat. Der Koran verbindet die Sicherheit mit dem Glauben sowie mit dem Bewahren dieser Gnade und dem, dass man es weder verleugnet noch bestreiten. Indem der Gepriesene sagt, diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit verdecken, die haben das Recht auf Sicherheit und sie sind recht geleitet. Allah prägt das Gleichnis einer Stadt, die Sicherheit und Ruhe genoss, ihre Versorgung kam zu ihr reichlich von überall her. Da wurde sie gegenüber den Gnaden Allahs undankbar. So ließ sie Allah das Kleid des Hungers und der Angst erleiden für das, was sie machten. Man soll indes die ausländischen Finanzierung und die Zeichen des plötzlichen, unerhörten Reichtums bei denjenigen betrachten, die ihre Religion, Heimat, Familien und noch ihre Menschlichkeit für einen Spottpreis verkaufen, während sie glauben, dass sie die Gesellschaft betrügen können. Im Koran steht, gewiss, die Heuchler möchten Allah betrügen, doch ist er es, der sie betrügt. Wenn einige von ihnen in der Lage gewesen wären, einige Menschen für eine Weile zu betrügen, ist es bestimmt unmöglich, alle Menschen für immer zu betrügen. Der Gepriesene sagt, und stellt sie auf, denn sie werden befragt werden. Und meine ja nicht, Allah sei unachtsam dessen, was die Ungerechten tun. Er stellt sie nur zurück bis zu einem Tag, an dem die Blicke starr werden. Sie kommen hastend, die Köpfe hochhebend. Ihr Blick kehrt nicht zu ihnen zurück und ihre Herzen sind leer. Heute wird jeder Seele das vergolten, was sie erworben hat. Heute gibt es kein Unrecht. Gewiss, Allah ist schnell im Abrechnen. Doch wie geht der Islam mit Andersgläubigen um? Gewährleistet der Islam den Anhängern anderer Weltanschauungen ihre Identität zu wahren? Die 14 Jahrhunderte andauernde Geschichte des islamischen Staats hat bewiesen, dass der Islam Andersgläubige weder unterdrückt noch von ihnen verlangt, ihre Identität aufzugeben. Beispielsweise wurde niemand dazu gezwungen, sich etwa zur Scharia zu bekennen. Sich an das Grundgesetz zu halten. Denn es ist dem deutschen Staat durchaus bekannt,
dass sich gläubige Muslime an das Gesetz halten. Es geht vielmehr darum, dass die Muslime von ihrer Überzeugung ablassen sollen, dass Allah der Erhabene, der einzig rechtmäßige Gesetzgeber ist. Somit geht es bei einem Bekenntnis stets um eine Glaubensangelegenheit. Der Islam bietet Angehörige anderer Religionen Freiraum zur Erfüllung ihrer religiösen Pflichten, behandelt sie auf gütige und gerechte Weise. Und niemand muss mit der Angst leben, er könnte seine Identität verlieren. Nun mag man sich die Frage stellen, wieso der Islam einerseits anderen Religionen Freiraum gewährt und gleichzeitig seine Verbreitung auf dem gesamten Globus anstrebt. Wieso ermöglicht das Kalifat ein Zusammenleben verschiedener Religionen, wo es doch seine Herrschaft und seine Ideologie über die gesamte Welt erstrecken musste? Diese Frage wollen wir jetzt beantworten, um auch anhand dieses Aspekts die Wichtigkeit für das Vorhandensein eines islamischen Staats nicht nur für die Muslime, sondern auch für die gesamte Menschheit aufzuzeigen. Zudem hat Allah der Erhabene deutlich gemacht, dass einem jeden Nicht-Muslim der Schutz seiner Identität gewährt werden muss. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Somit ist jeder Nicht-Muslim davor sicher, sich seiner Religion zwangsweise zu entledigen und kann sich frei entscheiden, zu welcher Religion er sich bekennt. Außerdem werden sie dadurch weder in ihrer Religionsausübung gehindert noch gestört. Auch stehen ihre Kirchen, Synagogen und Tempel im Schutze des islamischen Staats, wodurch sie auch in der Gemeinschaft ihre Religion ausüben können. Zudem müssen sie nicht befürchten, aufgrund ihrer Religionsausübung ausspioniert zu werden, da Spionage im Islam verboten ist. Durch das Dhimmi-Gesetz haben Nicht-Muslime im Grunde die gleichen Rechte, wie auch die Muslime erhalten. So können sich auch Nicht-Muslime an der Politik beteiligen und das tägliche Leben mitgestalten. Sich an die gleichen Universitäten wie die Muslime Wissen aneignen und besetzt durch Handel mit Muslimen oder nun Nicht-Muslimen erwerben. Zudem sind die Schutzbefohlenen vom Militärdienst befreit und müssen sich nicht am Krieg gegen andere Staaten beteiligen. Jedoch ist es ihnen gestattet, mitzuwirken, wenn es ihrem Willen entspricht, werden aber nicht dazu gezwungen. Auch wenn die Nicht-Muslime sich nicht am Krieg beteiligen, so ist ihnen dennoch aufgrund ihres Dhimmi-Status der Schutz der Muslime vor feindlichen Übergriffen sicher und müssen nicht in ständiger Angst leben. Mit den Nicht-Muslimen wird nicht wie im Westen umgegangen, indem man sie in Ghettos abschiebt und sie von den Muslimen absondert. Sie dürfen in Stadtbezirke ziehen, in denen sie unter ihresgleichen sind, können aber auch Tür an Tür mit Muslimen leben und müssen nicht mit Belästigung durch einen muslimischen Nachbar rechnen. So sagt der Prophet, Allah segne und schenke ihm Wohlergehen, Jibril legte mir immer wieder den Nachbarn ans Herz, bis ich dachte, er würde ihm einen Anteil am Erbe zuschreiben. Man erkennt nun, dass der Islam all die Probleme, die einem Zusammenleben der Religionen im Weg stehen könnten, beseitigt und keine diesbezügliche Frage offen gelassen hat. Es ist ganz klar deutlich geworden, dass allein der Islam vermag, ein zufriedenes Miteinander zu schaffen. So sind wir alle bemüht, uns um die Wiedererrichtung eines zutiefst gerechten islamischen Staats mit all unserer Kraft einzusetzen. Möge Allah uns die Ehre geben, zu denen,
die dies vollbringen, zu gehören. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Geschwister im Islam. Der Islam ist eine Religion der Verbundenheit und Harmonie, der Brüderlichkeit und Solidarität. Er ist eine Religion, die seine Anhänger zur Liebe aufruft und die Gemeinschaft dazu beschwört, das Band der Beziehung sowohl unter ihnen, ihren Kleinen, als auch ihrem Großen zu stärken. Er hat die Beziehungen zwischen den Geschöpfen auf gegenseitiger Barmherzigkeit und Mitgefühl aufgebaut. Ihr Makellose sagt: O ihr Menschen, wir haben euch wahrhaftig von Mann und Frau erschaffen und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr euch einander kennenlernt. Die Person, zu deren gütiger Behandlung sowie zu deren guten Umgang und äußerstem Wohlwollen der Islam am meisten aufruft und vor dessen Störung und Kränkung er am stärksten warnt, ist der Nachbar. Aufgrund ihres authentischen Ursprungs und ihrer guten Erfahrung hatten sich die Araber im Islam und in der Zeit der Ignoranz und Unwissenheit dieser Sache verschrieben. Sie rühmten sich sogar mit der guten Nachbarschaft und wehrten das Haus dem guten Benehmen des Nachbarn entsprechend. Sie widmeten sich der Auswahl des Nachbarn vor dem Kauf des Hauses. Der Islam kam, um diesem Nachbarn sein enormes Recht zu sichern. Der Makellose gibt in seinem ehrwürdigen Offenbarungsbuch folgenden Rat: und dient am Beten Allah und gesellt ihm nichts bei. Und den Eltern liebevolle Güte und den Verwandten und den Weisen und den Bedürftigen und dem nahen Nachbarn und dem fernen Nachbarn und dem Gefährten an der Seite. Der Prophet Allah, segne ihm und schenke ihm Wohlergehen, teilte uns mit: der beste Gefährte bei Allah ist der Beste zu seinem Gefährten. Und der beste Nachbar bei Allah ist ihr Bester zu seinem Nachbarn. Der weise Gesetzgeber hat die Belästigung des Nachbarn zu einem Grund für das Betreten des Höllenfeuers gemacht, selbst wenn die Person gehorsame Taten und ihre Anbetungshandlungen verrichtet hat. In einem Hadith von Abu Huraira, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ist überliefert, dass ein Mann sagte: O Gesandter Allahs, die und die Frau werden wegen ihrer vielen rituellen Gebete, ihres zahlreichen Fastens und ihrer häufigen Almosen erwähnt, allerdings belästigt sie ihre Nachbarn mit ihrer Zunge. Ihr Allah segne ihm und schenke ihm Wohlergehen sagte: sie ist im hohlen Feuer. Der Prophet Allah segne ihm und schenke ihm Wohlergehen verneinte den Glauben desjenigen, vor dessen Übel seine Nachbarn nicht sicher sind, und sagte: bei Allah, er ist nicht gläubig, bei Allah, er ist nicht gläubig, bei Allah, er ist nicht gläubig. Man fragte: wer, o Gesandter Allah? Ihr Allah segne ihm und schenke ihm Wohlergehen entgegnete: der, dessen Nachbarn nicht vor seinem Unheil sicher sind. Der Muslim ist der, vor dessen Zunge und Hand die Muslime sicher sind. All dies gilt als Erinnerung an die Bedeutung des Nachbarn, an dessen erhabene Position und Stellung. Was machst du, Armer, wenn du vor dem Herrn der Welten stehst und dein Nachbar sich über dich beschwert und sagt: O mein Herr, mein Nachbar hat mir das mir zustehende Recht der Nachbarschaft nicht gewährt und sich mir gegenüber nicht ordentlich verhalten. Er hat mich mit seinem Auge belästigt, indem er die weiblichen, zur Heirat verwehrten Mitglieder meiner Familie anblickte. Er hat mich mit seinem Gehör belästigt, indem er sich meiner Geheimnisse annahm. Und er hat mich mit seiner Zunge belästigt, indem er sich über meine Fehler lustig machte. Zu den Rechten des Nachbarn gegenüber seinem Nachbarn gehört weiterhin, dass er dessen Situation einschätzt,
sich einen Überblick über dessen Situation und sein Leben verschafft und ihn somit vor der Erniedrigung bewahrt, zu betteln, wenn er arm oder bedürftig sein sollte. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte: Wer die Nacht satt verbringt und sein Nachbar zu seiner Seite hungrig ist und er weiß über ihm Bescheid, hat nicht an mich geglaubt. Dieses Recht verstärkt sich, wenn der gesegnete Monat Ramadan anbricht und seine süßen Tage und Nächte sich in unserem Tal niederlassen. Wenn sich jeder um seinen Nachbarn kümmern und seine Situation kennen würde, wird sich zwischen den Mitgliedern der Gemeinschaft ein Klima der Brüderlichkeit ausbreiten und die Wolken der Liebe würden sich über die Herzen der Kleinen und Großen legen. Sie würden das beste Leben führen und Glück und Härte des Lebens würden verschwinden. Möge Allah der Majestät uns dazu verhelfen, die Rechte des Nachbarn zu erfüllen. Möge er uns seinen ausgewählten und reinen Anbetendienenden helfen lassen. Aller Lobpreis gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Allah weiß es am besten.